Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Wackeliger Elektronik-Scheiß mit dem Zappes. Heute mal ein kleines Update, was ich zuletzt gebaut habe, nämlich mal wieder eine LED-Matrix, aber diesmal was ganz anderes. Die Sache ist nämlich die, ich habe mir einen Satz LED-Treiber, das sind die Texas Instruments TLC 5940, besorgt. Und damit will ich jetzt ein bisschen rumspielen. Die Dinger können 16 LEDs ansteuern. Und um diese Teile testen zu können, möchte ich einfach mal die LEDs auf einem vernünftigen Raster haben, damit ich einfach gucken kann, was passiert. Genau zu dem Zweck habe ich mir das gebaut, was man jetzt hier sieht. Das ist ein kleines Platinchen mit 16 LEDs drauf und hat einen gemeinsamen Pluspol. Und die Kathode, die läuft gerade eben hier über diese ganz wild gesteckten Widerstände gegen Masse. Einfach mal nur... Da sind jetzt alle 16 LEDs an. Das ist nur der Test, um zu sehen, ob die Platine funktioniert. Ich werde demnächst irgendwas damit basteln, wo ich tatsächlich dann auch mal so einen TLC dranhänge. Aber das hier ist jetzt erstmal nur das Testexemplar für die Testplatine. Da schauen wir jetzt mal. Ich ziehe mal den Strom raus. Und dann versuche ich mal, die Platine hier runter zu bekommen vor laufender Kamera. Und zwar idealerweise, ohne dass es abbricht. Genau, nur damit man das mal sehen kann. Also da bin ich ja mal wieder relativ stolz drauf. Ne? Also das mit den Lochrasterplatinen habe ich mittlerweile wirklich einigermaßen im Griff. Die sehen inzwischen wirklich ziemlich hübsch aus. Und da sieht man auch, das ist einfach ja, ein Raster von LEDs, die auf einer Lochrasterplatine stecken und die man mit Strom versorgen kann. Tja, das war es eigentlich auch schon wieder, weil jetzt setze ich mich hin, werde Kuchen essen und Bier trinken, weil ich jetzt eigentlich keinen Bock mehr zum Löten habe. Aber so für einen langweiligen Samstag war das doch eigentlich schon mal ein ganz nettes Mini-Projekt. Bye bye, bis zum nächsten Mal.